Kongo, der Bongo, der Hongo. Oh oh. Ah! Ich glaube, der findet das nicht so geil. Ah, raus! Ah! Warte! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded im neuen Experimental-Update. Meine lieben Freunde, es gab ein riesiges Experimental-Update für Grounded. Und wer hätte es gedacht, natürlich genau am selben Tag wie das Update für Satisfactory. Wer hätte es gedacht, natürlich, das ist mein Fluch. Ja, wenn ich zwei Spiele absolut feier, dann kommen die Updates für beide Spiele natürlich am selben Tag, ja. Es ist ja nicht so, als wenn da noch andere 365 Tage im Jahr Zeit wären oder so, um diese Updates zu releasen. Nein, die müssen natürlich am selben Tag kommen. Deswegen hier bei Grounded sind wir jetzt ein bisschen später dran auf jeden Fall. Was ist passiert? Was ist rausgekommen? Erstmal natürlich, wenn ihr das feiert, dass wir uns hier die Updates anschauen, natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und genau, dann würde ich mal sagen, wir rutschen jetzt hier mal über unser Schnellreisesystem. Rutschen wir jetzt mal hier direkt in die Nähe des Teiches da hinten. Denn der Teich, und das sieht man schon von weitem, hat sich verändert. Guckt euch das mal an. Da hinten ist irgendwie so eine komische neue Konstruktion auf dem Wasser. Es gibt jetzt Koi-Karpfen, es gibt Ruderwanzen, es gibt Kaulquappen, es gibt neue Rezepte. Man kann mit Schuppen von Koi-Karpfen Sachen bauen. Es ist der absolute Hammer und das gucken wir uns jetzt an. Das ganze Biom da hinten hat sich verändert. Es gibt Wasserlilien irgendwie, also Seerosen. Es gibt auch Talg von Seerosen. Es gibt alles Mögliche und das gucken wir uns jetzt an. Und ich muss, glaube ich, mal meine Rüstung wechseln hier, weil ich bin ja immer noch mit der Ameisenrüstung unterwegs. Das könnte ein bisschen schmerzhaft werden, wenn ich hier... Bin ich unsichtbar? Nee. Ich wollte gerade sagen, er hat nur die Perspektive geändert. Alles gut. So. Meine lieben Freunde, jetzt geht's hier richtig rund. Jetzt geht's hier richtig rund. Jetzt sitzen wir uns den Hintern wund und spielen hier dieses Update. Ich bin sehr gespannt. Da zeigt sich mal wieder, wie geil dieses Schnellreisesystem ist. Ne? Wir kommen jetzt einfach mal viel fixer zu den Locations, wo wir dringend hinwollen. Es gibt übrigens auch schwimmende Foundations. Man kann sich schwimmende Häuser bauen, meine lieben Freunde. Das heißt, wir können unseren nächsten Schnellreiseturm auf dem Wasser direkt bauen. Wie geil ist denn das, bitteschön? Ich will jetzt da hinten zu dieser, ja, Pagode. Das sieht natürlich aus unserer Perspektive, sieht's aus wie eine Pagode. Hörte ich hier gerade eine Spinne fauchen? Es gibt jetzt auch neue Spinnen. Also es gibt so viel Neues. Es gibt Spinnen, die sich von oben irgendwie runterfallen lassen. Irgendwie so Wasserspinnen oder so. Die einen irgendwie auflauern. Also sehr strange Sachen. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen erstmal da zum Pinktrickchen, würde ich sagen, und trinken erstmal eine Runde. Ja, da... Oh, guck mal hier, da geht's schon los. Seht ihr das? Wie geil ist das bitte? Guckt euch das an. Schief! Boah. Ja, hier hat sich einiges verändert. Und jetzt... Ich habe da schon was gehört, irgendwas. Und jetzt gibt's hier in dem Wasser, gibt's jetzt Karpfen, ja? Es gibt auch eine Taucherrüstung. Man kann jetzt auch mit einer bestimmten neuen Rüstung länger unter Wasser bleiben. Es ist ziemlich krass. Ich habe Angst, ins Wasser zu gehen, wenn ich weiß, dass da riesige Karpfen rumschwimmen. Aber vielleicht ist das ja wie mit dem Vogel, dass die einen dann nicht angreifen vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich wäre ich ja so ein richtig geiler Happen für so einen Karpfen, ne? So an sich. Ich frage mich echt, ob das so eine geile Idee ist, hier ins Wasser zu gehen. Muss man so ganz vorsichtig mal so anfühlen. Da schwimmt irgendwas im Wasser. Da sind irgendwelche... Guck mal, da sind irgendwelche Tropfen im Wasser. Sind das Luftblasen? Ich glaube, das sind Luftblasen, die da am Stamm hängen. Ich glaube, da kann man dann so ein bisschen so zwischenatmen, damit man nicht erstickt. Ihr wollt alle, dass ich ins Wasser gehe, wa? Ich habe Angst, ich will nicht ins Wasser. Man sieht nichts, was im Wasser ist. Das ist gruselig. Ich gehe mal hier so ein bisschen... Warte mal, da wo der Stein so schräg war, da gehe ich jetzt ins Wasser rein. Wir probieren das jetzt mal. Vielleicht hätte ich erstmal alles ausziehen sollen und mein Zeug lieber erstmal weglegen sollen, bevor ich irgendwas mache. Aber ich schaue jetzt mal. Was? Begib dich in die Tiefen des Teichs. Es gibt auch drei neue Mutationen übrigens. Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das ein Wasserläufer? Soll das so eine
so eine Dings sein? Ah, hier, das ist der Talg von der Seerosenwachs, genau. Das ist sogar schon auf Deutsch, krass. War das eine Kaul? Nee, das war keine Kaulquaffe. Das war so eine Ruderwanze war das, glaube ich, was wir da gerade gesehen haben. Ich glaube, das sind die Ruderwanzen. Jetzt ist die große Frage, die sind, glaube ich, passiv. Da hinten ist eine Höhle. Boah, Alter. Alter, Alter. Okay, D-E-G-U-I oben mit dem Sauerstoff. Funktioniert es irgendwie noch nicht so ganz mit der Anzeige, aber trotzdem. Ist jetzt schon krass. Diese 2 Sekunden sind jetzt schon krass gewesen, die wir jetzt unter Wasser waren. Aber ich habe jetzt keinen Keulkarpfen gesehen. Muss ich jetzt mal sagen. Mir ist jetzt kein Karpfen aufgefallen. Moment, wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen mehr so ins Zentrum. Vielleicht mal eher so hier rein. Aber ist natürlich gefährlicher hier auch, ne? Kommt man nicht so leicht wieder raus. Da, das... Das ist eine Kaulquappe. Da. Was sind denn das für komische Netze da unten? Ach, das sind die Netze von den Wasserspinnen bestimmt. Aber ich sehe keine Karpfen. Ja, warte mal, Moment. Da in der Ecke? Ich habe Angst. Ich will nicht gefressen werden. Aber wenn hier die Kaulquappen rumschwimmen... Oh, scheiße. Wenn hier die Kaulquappen rumschwimmen, dann müsste ich ja eigentlich auch... da in Ruhe rumschwimmen können, ohne dass was passiert, war. Mann, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich wusste es. Scheiße, geh raus da. Los. Spring auf den Stöckchenstamm. Genau. Freischalten wie bei Satis. Naja, mal gucken, ne? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir jetzt an den Anzug rankommen, an den neuen. Ich versuche mich jetzt mal hier so über die Seerosen. Boah, wie geil, das ist so eine riesen Seerose. Guckt euch das an. Ich versuche mich jetzt mal über die Seerosen so ein bisschen zu hangeln. Es scheint dort ja so eine Art Weg hier zu geben. Wo man einfach mal... Okay, hier komme ich nicht... Da! Da ist er! Boah, ist das ein fettes Gerät. Habt ihr das gesehen? Crazy verrückt. Aber die Frage ist jetzt, frisst der mich? Hallo? Hey, du dickes Gerät. Das ist ein bisschen echt so wie beim weißen Hai gerade. Nur, dass der Hai nicht weiß ist. Und auch kein Hai. Ich hoffe, das ist wie mit dem Raben. Dass er mich ignoriert. Ich meine, was soll ich da... Man kann Koi... Koi ist auch die... Man kann denen auch ihre Schuppen irgendwie abnehmen. Es gibt ein neues Item, Koi-Karpfen-Schuppen. Das gibt es. Da hinten! Ist er hochgekommen gerade. Soll ich es mal riskieren? Ich habe Angst, dass mein ganzes Zeug dann weg ist, wenn der mich frisst. Wenn der mich aufisst. Wir müssen auch mal irgendwie da drüben hin. Da gibt es bestimmt mindestens Forschungspunkte und sowas. Karpfen? Wo bist du? Ich gehe jetzt mal ins Wasser. Ich riskiere es jetzt mal. Kommen wir da hinten wieder raus? Ich versuche mal zu dem Stöckchen da hinten hinzukommen. Erstmal gucken. Erstmal das Wasser angucken. Da ist er. Ein bisschen zucken tut er noch. Oh Gott, er kommt direkt. Er kommt hierher. Oh, shoot. No risk, no fun. Ja, ich gehe jetzt rein. Das ist aber nur der eine, oder? Boah, das ist Kaulquappenversammlung da unten. Ich glaube, es ist nur der eine Keulkarpfen. Ich glaube, ich komme hier auch schon... Ja, nice. Okay, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie gefährlich der ist. I shit you not. Ich habe keine Ahnung. Wir machen auch diese neuen Spinnen, die es geben soll, auch ein bisschen mehr Sorgen. Weil ich meine, ich kann mich ja im Wasser nicht verteidigen, oder? Wir haben es ja schon mal geklärt, dass ich im Wasser eigentlich gar nicht schlagen kann, so wirklich. Nur mit dem Speer, glaube ich, geht das. Oder mit so ein paar schwächeren Waffen. Aber mit dem Hammer zum Beispiel kann ich im Wasser ja gar nichts anfangen. Da ist wieder Slimer. Okay, ich gehe jetzt mal hier hoch. Hier gibt es bestimmt Forschungspunkte. Bestimmt. Mal gucken.
Dann hätten wir ja immerhin schon mal was gewonnen. Oh, da gibt's einiges da drin. Da ist einiges los. Aber wie komme ich da rein? Da, der Karpfen. Guck mal, der ist da hinten. Er ist gestrandet. Da hinten. Ruf jemand Greenpeace. Komme ich hier unten rein? Ah, hier komme ich rein. Du hast entdeckt Forschungsstation. Ja, da sind Gummipunkte. Nice. Geil. Und dann können wir gleich mal analysieren hier. Ist hier noch irgendwas? Oh Gott. Da oben sind ja Spinnennetze. Warum? Ich glaube, ich gehe schnell wieder rein. Hier. Das können wir gleich mal analysieren. Das Seerosenwachs. Jawoll. Unterwasserlaterne. Ja, geil. Ich habe, glaube ich, das sinnloseste neue Item direkt am Anfang gefunden. Sehr schön. Ja, ich muss ja mich gar nicht ducken hier. Da hätte ich auch reingekonnt. Okay, warte. Der Koi hat sich da hinten... Oh, jetzt will ich da mal hin. Jetzt will ich mir... Was zur Hölle? Ist das ein Benjamin Franklin? Ist ein Dollar, oder? Liberty? In God we trust? 1988. Kann ich das wegschieben? Nee. Der Koi, der ist gestrandet da hinten. Ich will ihn mir angucken. Ahahaha! Jetzt pass mal auf. Hör auf, dich zu bewegen. Ich will ihn mir angucken. Wollte der jetzt hier sich irgendwie da was snacken am Land? Das ist ja geil. Warte mal, kann ich auf den drauf? Boah, Alter, wie riesig der ist. Okay, warte, ich glaube, ich brauche meine Axt. Ich kann ja mal versuchen, ob ich ihm eine Schuppe abluchsen kann. Alter, ist das Tier riesig. Okay. Wünscht mir Glück. Kongo, der Bongo, der Hongo. Oh, oh. Ah! Ich glaube, der findet das nicht so geil. Ah, raus! Ah! Warte! Kann ich? Darf ich? Koi-Karpfen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Der hat ja einen Lebensbalken. Aber ich treffe den irgendwie nicht. Oh, oh, Scheiße! Er hat mich weggekickt. Ich glaube, ich habe gerade Glück gehabt. Okay, Koi-Karpfen. Hä, wie greife ich den? Da kann ich ja nur mit Pfeil und Bogen was machen, wa? Scheiße, hätte ich jetzt mal, probieren sollen jetzt. Aber crazy. Die Hitbox ist ein bisschen komisch. Wenn ich das mal sagen darf. Und ich glaube, der findet es nicht so geil, wenn ich auf dem rumkletter. Ja, Pfeile. Ich glaube, wir brauchen da Pfeile. Aber da brauche ich mehr Pfeile. Die 11 reichen nicht. Gut, ich habe noch die High-End-Pfeile, aber trotzdem. Der kann also schon auch ein bisschen so sich an Land robben. Das ist ja wie so ein Orca, ey, wenn der auf Robbenjagd ist. Wenn die sich dann so an Strand rutschen lassen und dann die Robben vom Strand wegschnecken. So ähnlich ist das. Ist ja voll gruselig, ey. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, muss ich sagen. Aber eine Schuppe kriege ich so ja nicht von dem, ne? Also wenn ich jetzt einfach nur mit meiner Axt auf seinen Rücken haue, entweder habe ich nicht richtig getroffen, weil ich nicht nah genug dran war. Das sah eigentlich so aus, als wäre ich nah genug dran. Oder ich muss den vielleicht wirklich töten einfach, damit ich da was bekomme. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ganz schön crank. Unterwasserlaterne zum Aufstellen oder Tragen? Zum Tragen wäre gut. Die Fackeln gehen unter Wasser ja nicht mehr. Dann ist bestimmt zum Tragen, wa? Warte mal. Sieht man das zufällig? Hier scheint sie nicht zu sein. Was ist das denn? Explosive Stahl. Achso. Nee, ich glaube, das ist schon für unter Wasser zum Tragen, schätze ich mal. Falls man in so eine Höhle reingeht. Wahrscheinlich unter Wasser, dass man da auch was sehen kann. Genau wie diese eine Höhle mit dem Kleeblatt, wo ich absolut nichts mehr gesehen habe da. Und wenn die Fackeln, die normalen, nicht mehr gehen unter Wasser, naja, dann muss man das ja dann mit so einer Unterwasserfackel wahrscheinlich lösen, das Problem. Aber crank. So, jetzt frage ich mich natürlich zurecht, wie kriege ich denn jetzt die schwimmenden Plattformen? Das wäre natürlich mal ziemlich geil. Wir können ja mal, warte mal, wir können ja mal zu Burglar gehen. Der ist ja gleich hier nebenan. Der wohnt ja hier. Genau, wir haben nur 5000 Punkte. Ich wette, schwimmende Plattformen sind garantiert ein bisschen teurer als 5000 Punkte. Wenn ich mir alleine schon angucke, wie teuer so eine geilere Trinkflasche ist.
Dann ahne ich doch schon, dass das eine ganz schön teure Angelegenheit werden wird jetzt. Ach, jetzt ist der Marienkäfer hier wieder geil auf die Larve. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich bin keine Larve. Ich will jetzt zu Burglar. Burglar! Ich kann auch mal gleich neue Quests holen. Das ist auch eine gute Idee. Ich stelle mir es vor, wie Spielbär versucht, auf dem Keulkarpfen zu reiten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ey, der mag das auch gar nicht, wenn ich das mache, habe ich so den Eindruck. Warte mal, es ist doch ein neues Update raus. Dann haben sich wahrscheinlich die Forschungspunkte wieder zurückgesetzt. Oder? Da muss ich gleich mal gucken hier. Hier sind doch auch immer Punkte gewesen. Moment, sind die wieder da? Burglar, ich komme gleich zu dir. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Schade. Boah, wie es hier spratzelt. Hier, Burglar, gib mir mal was. Gib mir erstmal Aufgaben, genau. Klappe zu. Chip-Rettungsgruppe, Burglar-Quest. Findet den Burglar-Chip DE35. Ja, ganz geil. Woher soll ich denn jetzt wissen, was das für einer ist? Aber egal, ich nehme den mal an. Infizierter Rüsselkäfer, nehmen wir mal auch an. Das ist auch nicht so schwer. Genau. Haben wir wieder zwei Quests. Und jetzt zeig mir mal, was du so im Angebot hast. Scarp-Scanner, Augenklappenverbesserung, Eichelschaufelverbesserung, Kieselfundament, Schilderset Tagtraum, Heißsporn, Schilderset Krähe. Was zur Hölle soll das sein? Eine Sammlung neuer Ideen zur Darstellung im Schildrahmen. Heißsporn. Schaltet eine Mutation frei, die Fallschaden senkt. Ja gut, okay. Trainierte Lungen. Wiederholte Schocks. Neue Mutation, die maximale Ausdauer erhöht. Ja, ich brauche aber nicht maximale Ausdauer. Ich müsste eigentlich länger... Kiesel in der Brandung, warte mal. Neue Mutation, welche die maximale Gesundheit... Hey, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Aber es kostet 5000. Und ja, Tech-Tree ist jetzt halt so die Frage, ne? Wir lassen das mal noch. Ich sammle die Punkte erstmal. Ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr bestimmte Sachen schon freigeschaltet habt. Und wenn es sich lohnt, da was zu machen. Weil ich will jetzt irgendwie nicht sinnlos meine Punkte ausgeben. Dann braucht es wieder 3 Jahre, bis wir die wieder aufgestockt haben. Gerade wenn die jetzt auch nicht neu gespawnt sind hier. Wir müssen die Punkte mal ein bisschen zusammenhalten und uns dann mal entscheiden, was wir dann freischalten von diesen Punkten. Das brauchst du mit der Ausdauer. Ja, ich brauche vieles. Ich brauche vieles. Das kostet einfach mal ganz schön viel. Das ist teuer. Das ist so ein bisschen so der Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe. Die Sachen, die man so bekommt bei Burglar, die sind ganz schön teuer einfach. Das ist auch so ein bisschen so ein Strecken des Contents, ne? Natürlich, damit man halt länger braucht, um das freizuschalten. Logischerweise. Je länger man braucht, um das freizuschalten, desto mehr Spielzeit investiert man ja quasi. Oh, da hinten hängt irgendwas im Wasser, warte mal. Bärchen ist broke. Ne, ich bin nicht broke. Ich muss gucken, für was ich jetzt Geld ausgebe. Also, ich muss schauen, dass ich sinnvoll investiere. Beim Investieren immer sinnvoll vorgehen. Nicht irgendwas machen. Das ist immer ganz wichtig. Und das Ding ist auch, wenn man beim Investieren keine Gelegenheit sieht, die günstig ist, oder wenn es sich nichts anbietet, dann muss man auch nicht unbedingt investieren. Das ist auch so eine interessante Regel. Speedy schreibt gerade, tolles LP, deine Kommentare zum Spiel sind die besten. Habe bisher nur auf YouTube geschaut und jetzt live dabei. Dankeschön, willkommen. War hier nicht auch eine Wolfsspinne da drin? In dem Blumendings? Wir brauchen ja noch eine Wolfsspinne, dann kriegen wir noch mal Punkte. Das ist ein Kescher da hinten, guckt mal. Ist hier eine Wolfsspinne? Ist hier eine? Die sind alle irgendwie ausgeflogen. Der Spider-Fan hat die alle gewarnt und jetzt sind keine mehr übrig, die ich töten kann. Das ist ja doof. Da hinten ist Frankenline. Hier ist wieder die... Ihr kommt nicht hier weg, wa? Euch nehme ich gleich noch mit, wenn ich zurückkomme. Passt mal auf. Hier ist Spinnenhausen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal hier so ein bisschen rein. Ich will mal gucken, was hier so am Start ist. Okay, hier sieht's... Ah.
Hier haben wir noch ein bisschen Talg. Das können wir gleich auch nochmal mitnehmen. Ich weiß halt nicht, wofür das jetzt genau ist. Also wahrscheinlich kann man sich damit die Lampe bauen, schätze ich mal. Aber vielleicht brauchen wir ja das noch für andere Sachen. Dann kann ich es gleich mal mitnehmen. An sich nicht verkehrt. Frankenlein. Ich gehe, glaube ich, gleich mal über den Kescher ins Wasser. Oder mal auf den Kescher so ganz oben auf. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwo Raw Science. Garantiert. Garantiert. Ach, Wanzen gibt es hier auch wieder. Beevil. Da ist er aufgeplöpst, der Gute. Ah, ah. Beevil, wenn du da hinten hingehst, wirst du angepupst. Das wäre mit so einer großen Nase, wäre mir das ja mega unangenehm, wenn ich angepupst werden würde. Ich dachte gerade, das wäre was zum Aufsammeln. Gibt's da Raw Science? Es gibt verdächtig wenig Raw Science hier. Dafür, dass das hier alles so neu ist. Nee, da ist nichts. Ich will mal gerade schauen. Warte mal, komme ich von der Seite hier auf den Kescher drauf? Ja. Vielleicht sehe ich es einfach nur nicht von hier. Mal gucken. Nee, da ist nichts. Ich hätte jetzt ja erwartet, dass hier was ist, weil das so eine besondere Location ist irgendwie, ne? Aber bestimmt ist das ganze Raw Science bestimmt alles unter Wasser, garantiert. Da muss man bestimmt da unten rumtauchen. Das ist wirklich ein Kescher. Ein riesiger Kescher. Ein Kescher. Oh, der Fisch hängt da unten fest. Ah, hier gibt es auch kein Raw Science. Was? Hä? Seit wann greift Slimer einen denn an? Der Wasserfloh ist gar nicht mehr so chillig. Der geht voll auf mich los. Habt ihr das gesehen? Moment mal. Da flog doch noch einer im Spade Gulch rum. Das müssen wir dann gleich mal ausprobieren, glaube ich. Was zur Hölle ist das da oben? Das ist eine Ameise. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Tier? Du musst tauchen mit der gekauften Ausdauer. Okay, dann müssen wir wohl doch nochmal zu Burglar. Ich gehe jetzt erstmal einmal rum um den Teich. Ich will das jetzt erstmal abchecken. Slimer will mich töten. Ja, ich habe ihm gar nichts... Doch, ich habe ihn schon einmal getötet. Aber mal gemessen an allen anderen Tieren habe ich Slimer eigentlich am wenigsten getötet bisher. Ich schnapp mir mal hier den Nektar. Da muss ich nicht meine Flasche antasten. Rein damit. Yes. Kann man eigentlich den Talg auch essen? Warte mal. Nee. Den kann man nur vercraften wahrscheinlich. Oh, die Lampe ist an da hinten. Es wird Nacht. Hier ist so eine Baumstammhälfte, die ist auch neu. Warte mal, da war doch irgendwie... Hier war doch gerade. Raw Science ist hier irgendwo. Unter mir wahrscheinlich, wa? Bestimmt unter mir. Aber ich gehe jetzt hier nicht ins Wasser. Hier kommt man nicht so wirklich wieder raus. Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Ob der Keukarpfen mich mit einem Haps aufessen kann? Oder wird das eher so sein, dass er mir auch Schaden macht wie die anderen Tiere? Ich meine, so riesig wie dieses Maul ist, kann der mich ja eigentlich mit einem Haps... Ach, lol, guck mal, da hinten ist eine Kaulquappe gestrandet. Warte mal. Vielleicht können wir hier jetzt gleich mal etwas Neues bekommen. Ich muss jetzt nur aufpassen, hier war auch der Kaulkarpfen in der Nähe. Aber hier ist ein Stein drunter, wa? Guck mal. Armes Ding. Er guckt schon so. Was hast du vor? Was tust du? Guck mich nicht so an. Lass mich in Ruhe, geh weg. Hey. Kann ich dich schieben? Nee. Kann ich dich töten? Ich muss es tun. Hat Augen wie der Knuddelfisch. Ja, weiß aber auch schon, was ihm blüht, ne? Das ist jetzt, das wird jetzt ein bisschen blöd. Ich muss es machen, weil ich glaube, die geben mir auch Zeug. Hey, da hinten, da unten, da sehe ich irgendwas leuchten. Ah, nee, das ist wieder die Reflexion von dem Laser. Ich muss es tun, es tut mir leid. Ah, Kaulquappenfleisch.
Lecker, lecker. Komme ich jetzt überhaupt wieder raus? Ich habe Kaulquappenfleisch. Das muss ich gleich mal analysieren lassen. Komme ich hier jetzt wieder raus? Ich komme hier gar nicht mehr raus, glaube ich. Ja, geil. Schön. Komme ich da hoch? Ich muss es probieren. Ah ja, ich komme wieder raus. Na Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin jetzt gefangen. Das ging aber schnell. Ein neues Opfer oder ein neuer Freund? Naja. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was dieses Kaulquappenfleisch überhaupt kann. Ob ich das nur essen kann oder ob ich damit noch andere Dinge machen kann. Es vergammelt auf jeden Fall schon mal. Verbrauchen kann ich es auch. Aber vielleicht können wir damit ja noch andere Sachen machen. Das scheint einfach nur eine ordentliche Nahrungsquelle zu sein, die Kaulquappen. Ist ja crank. Ich muss mal sagen, geiles Update, ne? Also finde ich jetzt so. Man sieht einfach... Guck mal, das ist ja jetzt ein Monat her, das letzte Update. Man sieht einfach, bei diesem Spiel passiert einfach was, ja? Das ist schon ziemlich geil, finde ich so. Dass das so schnell geht. Kong bada bong bada hongo. Sag mal, was willst du eigentlich von mir, du komischer... Ich kann das gar nicht analysieren, wa? Das hat gar keinen roten Punkt. Ich probiere es trotzdem mal. Hier ist aber auch Raw Science nochmal irgendwo. Nee. Kann ich nicht analysieren. Irgendwo hier unten drunter muss Raw Science sein. Da oben wird es ja wohl kaum sein. Schätze ich mal. Ich traue mich aber nicht da runter, weil ich ahne schon, da wird bestimmt der Koi-Karpfen lauern. Ah! Nee, hier ist Raw Science. Ist ja interessant. Warte. Moment. Ja! Haha, hä, war die vorhin schon da? Die ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, wo ich hier die Münze angeguckt habe. Vielleicht taucht die nur nachts auf. Man weiß es nicht. So, jetzt muss ich auf die andere Seite. Das wird lustig. Erstmal gucken, ist der Keulkarpfen am Start? Ich habe Angst. Warte mal, ich muss erstmal... Ich gehe erstmal auf die Seerose rauf. Lieber erstmal auf die Seerose und von da gucken. What? Ach so. Oh, der Rabe, Alter. Ich dachte schon, ey, der ist hier oben drauf. Junge, Junge, Junge. Wisst ihr, was mir gerade mal in den Sinn kommt? Dieses Konstrukt wäre eigentlich eine geile Location für unseren Schnellreiseturm. Für den Teich. Es wird mir gerade mal so bewusst. Wir bauen ja Schnellreisetürme in die Ecken der Map. Und das wäre eigentlich genau die richtige Location. Schön oben drauf. So, wo ist er? Da hinten hängt er fest. Sieht aus wie tot. Das ist meine Chance. Schnell rüber. So, also mir wurde gesagt, ich soll mir das Ausdauer-Upgrade kaufen. Dann machen wir das mal jetzt noch. Würde ich sagen. Bam. Ja, aber echt, ey. Wie es mich gerissen hat. Heftig. So, Ausdauer-Upgrade brauche ich, wurde gesagt. Ich bin mal gespannt. Ach schön, mal wieder hier so im Dunkeln rumlaufen. Da vorne ist Trinken, das nehmen wir uns gleich mal. Man kann die Blätter der Seerose abschlagen. Ach nee, ist eine Frage. Kann man die? Weiß ich nicht, muss ich probieren, keine Ahnung. Oh, was ist das? Eichelbrocken. Lecker Eichelbrocken. Gleich mal schnabulieren hier, würde ich sagen. Die Ameise rastet voll aus. Lecker Eichelbrocken. Mal wieder am Eichelbrocken lutschen. Nom, 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 nom. Dann kannst du 40 Sekunden tauchen. Okay, das klingt wirklich sinnvoll, ja. Das sollten wir wohl mal kaufen. Aber da stand gar nichts davon, dass man länger tauchen kann. Das ist auch wieder so irreführend, ey. Das wäre ja mal... Aber da kann ich auch länger rennen, ne? Das ist eigentlich wirklich gar nicht so undoof. So, warte. Burglar... Du machst jetzt das Geschäft deines Lebens. So, was war das jetzt? Kiesel der Brandung? Nee. Trainierte Lungen war das, ne? Maximale Ausdauer. Das sind ja nur... sind ja nur 5000. Oh, das tut so weh, ey. 5000. Aber... Oh, ja, okay, ja, doch. Wenn ich jetzt renne, ja doch, ich kann deutlich länger rennen auch, ne? Mutation entdeckt.
Also sinnlos war es nicht. Es tut mir nur weh so ein bisschen um die Raw Science, die wir da jetzt reinstecken. Mit 5000 Punkte, alter Schwede. Ey, ich kann es immer noch nicht glauben. 5000. Das sind die letzten 10 Folgen Quests und Raw Science Punkte finden. So, ich schlag mich jetzt mal durch zu unserer Schnellreiseline. Ich will nämlich jetzt nochmal das Fleisch von der Kaulquappe ans Drying Rack dranhängen. Höre ich da gerade eine Spinne? Irgendwie ist gerade hier eine Spinne am Start. Ich muss nur bis zum Turm kommen, dann habe ich es geschafft. Boah, wie cool das aussieht, ne? Mit der Laterne und die Ameise da oben drauf, wenn sie doch nur nicht so erratisch sich bewegen würde. Mega cool einfach, mega cool. Die Grafik ist schon echt ein... Ja, ist schön. Sehr, sehr schöne Mischung aus so realistischen Lichteffekten und aber trotzdem halt stilisiert, ne? So, also es ist nicht hyperrealistisch alles. Es ist so ein stilistischer Realismus. Ein stilisierter Realismus. So. Hier ist unser Schnellreiseturm. Jetzt hoffe ich, da ist jetzt nicht irgendwas Gefährliches. Eine Wolfsspinne müssen wir auch noch töten. Aber es wäre jetzt schlecht, wenn die mir hier über den Weg läuft. Ja, ich kann deutlich länger rennen. Das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Huch. Warte. Das war jetzt falsch. Spring mal hier drauf. Genau, so. Ja, okay. Das war ein bisschen... Ja. So. Und... Zurück. Ja, vielleicht, also ich finde, beim See fehlt vielleicht noch irgendwie so eine Unterwasserbeleuchtung. Das wäre irgendwie cool, oder? Wenn der Teich von unten so beleuchtet wird. Das gibt's ja in Pools auch so, ne? So Poollampen. Das wäre richtig geil. Irgendwie, wenn da kein Licht drin ist, so, naja, so bei Nacht. Da muss man halt unbedingt diese Unterwasserlaternen halt dann craften wahrscheinlich. Aber ich fände das schon irgendwie geil, wenn es da was gäbe. Mann, wie cool das ist. Und ich finde das echt geil, dass wir immer noch unsere Schnellreiseleitung auch benutzen können. Ey, das ist total genial. Hier greift jetzt alles ineinander. Hä? Was zum Teufel ist das? Hier ist Klee reingewachsen. Wer war das denn? Wer macht denn sowas? So, Moment. Jetzt brate ich mir mal diesen Storch. Die Kaulquappe. Ich will jetzt nämlich mal wissen, wie sowas schmeckt. Und dann will ich mal gucken, was brauche ich denn jetzt für diese... Für diese Unterwasserlaterne hier. Ah, die Dinger? Okay, die haben wir, glaube ich, nicht. Und was ist das? Seegrasfaser. Okay, da muss ich wahrscheinlich die Schilfrohre umhacken. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und viermal Seerosenwachs. Okay, ich hoffe, die brennt dann auch wenigstens eine Weile. Eine Laterne aus wasserabweisenden Seerosenmaterialien, gefüllt mit Glühwürmchenschleim. Na, Anglerfisch-Cosplay? Da muss ich jetzt auch schon wieder an Soma denken, ey. Mit diesem einen Anglerfisch, der so auf einen zukommt. Man denkt, das wäre eine Lampe unter Wasser, weil man soll sich in Soma ja an einem bestimmten Punkt von Lampe zu Lampe bewegen. Und dann denkst du halt, du bewegst dich auf eine Lampe zu, dabei ist das so ein Anglerfisch, der dann auf dich zukommt. Das ist so gruselig, ey. Ja, schön. Dann schaue ich mal, was jetzt hier beim Kaulquappenfleisch rauskommt. Mal schauen. Dauert ganz schön lange, bis das durch ist. Sieht aber größer aus vom Brocken her als die anderen Fleischsorten, die wir so haben bisher. Ich verstehe es, aber also mal rein von der Größe jetzt mal betrachtet. Die Kaulquappe, die war so riesig, die müsste eigentlich 5 von diesen Brocken geben, mindestens. Das ist ein bisschen unlogisch, dass man nur einen bekommt. Da hat man sich so dieses absolute Mega-Filet-Stück rausgeschnitten wahrscheinlich. So, das Beste vom Besten vom Besten. Und das dauert ganz schön lange, bis das durch ist. Kann ich da eigentlich schlafen und dann ist es fertig vielleicht? Warte mal. Tiny Pete's ready for some... Hoffentlich vergammelt es jetzt nicht. Das wäre jetzt richtig scheiße. Gebraten. Nee, ist okay. Ich scheine es. Ja, es geht. Oh, schön, wie das aussieht. Und essen. Ach. Worse than my mom's Brussels sprouts. Schmeckt dem offensichtlich nicht. Okay. Verpimpeltes Kind hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, dann nehmen wir uns mal das Drogenfleisch mit. Zweimal Weevil und zweimal Aphid haben wir. Und ich pack mal die Seerosen
Aule, die packe ich mal hier in den Schrank. Ja. Wenn ich doch nur eine freie Fläche in meinem Schrank. Ah, doch, da ist noch ein Slot. Ich brauche unbedingt mal mehr Platz. Ich bin am, also platzmäßig so ein bisschen am Ende. Und wir brauchen mal mehr Pfeile hier. Warte mal. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Warte, ich brauche mehr Federn. Haben wir noch Federn hier drüben? Nee. Was brauche ich für diese geilen Pfeile nochmal? Federpfeile. Genau, hier die Spinnenseide. Moment. Da haben wir doch noch was. Da haben wir doch noch was. Einmal können wir noch Pfeile herstellen. Waren das jetzt wieder? Hier, Federpfeil. Genau. Wir müssen mal noch Federn suchen. Weil, wenn wir Federn haben, dann können wir mal versuchen, den Koi umzubringen. Das wäre mal eine ziemlich geile Sache, würde ich sagen. Ich glaube, da brauchen wir schon ein bisschen mehr Pfeile als die, die wir jetzt haben. Das könnte sonst nicht ausreichend sein. Aber wir haben auf jeden Fall einige Missionen jetzt. Nicht schlecht. Da geht was, meine lieben Freunde. Da geht was. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.